Jetzt scheint Gabriela Sabatini wieder erwacht zu sein. 0:30. Der wird kommen. Auf die Linie. Und nochmal schmettert Flak auf die Linie. Sehr mutig. In diesen Bildern sieht man, welche Kraft in diesem 16-jährigen Teenager steckt. Kommt, glaube ich, von der Statur her etwas nach dem Papa. Die 15:40. Zwei frühe Breakchancen für Sabatini. Oh. 102 Meilen pro Stunde, da ist es eingeblendet. 165 Stundenkilometer. Das war wohl der härteste Aufschlag dieser Woche und zugleich persönliche Bestleistung aller Zeiten für Capriati. War bei mir aus der Wut herausgeschlagen. Auch dieses Ass, dieses wunderbare Ass hilft ja nicht. Sabatini macht das Break. War es schon vorentscheidend? Geführt 1-0. Im dritten Satz. Gleich mir aus New York. Ähnliche Entwicklung in diesem Viertelfinale wie 24 Stunden zuvor, als Navratilova gegen Arantxa Sanchez spielte, überdeutlich den ersten mit 6-1 gewonnen hatte, dann Vorteile hatte, die nicht nutzen konnte, so wie auch Sabatini zu Beginn des zweiten Satzes und schließlich in einen dritten Satz gehen musste, aber da rückte Navratilova gegen Sanchez die Verhältnisse wieder zurecht. Und hier bei Sabatini sieht es ähnlich aus. Mit 1-0, einem Break im Rücken, jetzt Sabatini beim Aufschlag. Also den Zuschauern wird jede Menge geboten. Alle vier Viertelfinalspiele über drei Sätze. Gut gewartet von Capriati. Sabatini ein bisschen in die Mitte gegangen war. Er hat sich ein bisschen auseinandergesetzt. Die Hitze nimmt zu. Hat der Mutter vorne Santana noch einmal. 0:30. Da haben wir es auch eingeblendet. Er kommt nicht, der wird ins Ausgehen. 15:30. Sabatini fängt wieder an zu marschieren, so wie eben. Blufft dabei natürlich auch ein bisschen, will die Gegnerin erschrecken, indem sie da vorne am Netz auftaucht und prompt auch eben diese Fehler von Capriati. Als ich beide.
wieder ein Angriff von Sabatini. Nicht sehr gut vorbereitet. Wollte die Gegnerin nochmal erschrecken, aber diesmal passt Jennifer auf. Chance zum Rebreak. Aber eindeutig gut. Wir brauchen die Zeitlupe nicht vor, um zurückzufahren. Ein Break scheint überhaupt nichts zu bedeuten hier in dieser Partie. Break und Rebreak auch zu Beginn des dritten und entscheidenden Satzes. Eins beide. Die Amerikanerin mit der Winzigkeit eines Punktes. 1-1 im dritten. 15-0. Kämpft jetzt gut, läuft viel. Das wäre was gewesen. Capriati greift freiwillig an, spielt da zunächst einen guten tiefen Volley, aber hier durch falsche Griffhaltung. Diese Überkopfbälle, die haben immer den Drall weg, nach rechts weg. Deswegen dieser Fehler eben. Oh, da hat Sabatini auch gewartet, dass er ausgehen würde. Ging aber nicht. 30-15. Wieder ein knallharter Aufschlag, nicht ganz die 100 Meilen pro Stunde Grenze erreicht, aber ausreichend, um den Punkt und das Spiel zu machen mit 2-1. Wir sehen es hier auch für Jennifer Capriati im dritten Satz. Die Spannung steigt, wächst. Hier Ortszeit 22 Uhr und 8 Minuten. Keiner der, ich schätze heute mal 16.000 Zuschauer, hat hier die Arena vorzeitig verlassen. Ich glaube, hier geht es erst richtig los, was Spannung angeht. Sabatini wieder beim Aufschlag. 1-2 im dritten. Dino.
manchmal will sie noch zu viel überpowern, zu viel Kraft in die Schläge zu legen, zu viel zu versuchen. Aber es wird sich bei Jennifer Capriati sicherlich alles regeln im Laufe der Jahre. 15 beide. Sabatini passt auf, sie muss aufpassen. Denn ihre Gegnerin marschiert unaufhaltsam. Die Kampfmaschine aus Saddlebrook in Florida. Auch den nimmt sie doch, der hätte genau gepasst da hinten. Sabatini in Not. Völlig in die Defensive gedrängt. 30 beide. Wie wir es überhaupt ausgesehen haben. Sich viele Dinge können. Zufall. Zuversicht. Sabatini ausgespielt. Elfmeter und den spielt ihr Jennifer Capriati auf den Schläger. Guter Abend, Sabatini. 40-30 statt 30-40. Sabatini bleibt dran und die Klasse dieser Partie nimmt zu. Ein einseitiger erster Satz, ein umkämpfter zweiter und jetzt zunehmend mit mehr Spannung versehener dritter Durchgang. Zwei beide. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Es hängt manchmal von kleinen Dingen ab, eben zum Beispiel bei dieser guten Reaktion hätte Capriati da die Breakchance bekommen zum 30-40, wer weiß. Vielleicht lege sie jetzt schon Break vor. So, es ist ausgeglichen. 2-2. Und ein weiteres Ass. Unter 2 Meilen pro Stunde ihre Bestmarke heute. War sie eben ganz nah dran. Unruhig auf seiner Bank, auf seinem Stuhl herum, der Papa. Anfangs sah es nicht gut aus, aber jetzt spricht das meiste für seine Tochter, für Jennifer Capriati, auch wenn es 2-2 steht im dritten Satz. Sie ist auf dem Weg zum 3-2.
deutlich im Aus. Spiel für Jennifer Capriati zum 3-2 in diesem dritten Satz. Ja, wir sprechen weiter bei diesem Seitenwechsel. Haben wir mal ein paar andere Bilder. Ansonsten Sie daheim sehen, ja, wir sehen es hier nicht. Wir wissen nur, dass Sie es sehen. Reklame. Haben Sie mal ein paar Eindrücke hier, wie es zugeht beim Seitenwechsel im Madison Square Garden. Uns auch Gelegenheit, Ihnen ein bisschen vielleicht zu sagen, was sonst so sich hier in dieser Woche getan hat. Zum Beispiel gestern gab es etwas wie eine Sentimental Journey, eine Reise der sentimentalen Art, denn ein Doppel, ein Damendoppel, das die Geschichte dieses Wettbewerbs mitgeschrieben hat. Pam Shriver und Martina Navratilova haben zum letzten Mal zusammen gespielt, sind im Halbfinale hier ausgeschieden, haben 11-mal dieses Masters gewonnen. Es liegt nicht an ihrem Gerät zu Hause. Oh, da scheint das Mikrofon kaputt zu sein, eine ganz starke Rückkopplung. Auf dem Schiedsrichterstuhl bei Jane Taber. Also Shriver und Navratilova nach 12-jähriger Partnerschaft getrennt. Da haben wir Jane Taber, sie muss ohne Mikrofon weitermachen. Na, ob sie sich hier dann, wenn es jetzt gleich heißer hergehen wird, durchsetzen kann gegen die 16.000, mal sehen. Sabatini wieder beim Aufschlag. 2-3 diesmal der Rückstand im dritten. Hervorragend aus der Defensive dieser Passierball. Der ist es wert, noch einmal gezeigt zu werden. Angriff, Sabatini über die Rückhand. Ganz knapp, schnell die Ausholbewegung und zisch an der Gegnerin vorbei. 0-15. Das ist das, was man über Power nennt. Sie will zu viel. Und diese Zahlen sprechen für sich. Sabatini beim Aufschlag. Ohnehin nicht ihre Stärke, aber da scheint sie jetzt doch so langsam vom Tempo her zumindest im Stich zu lassen. Capriati macht Druck. Zu kurz. Sabatini muss was tun, will was tun und tut was. Greift mit guter Länge an. Hat zwei Spielbälle zum 3-beide. Also abgesehen vom ersten Satz, in dem nur Sabatini spielte und Capriati die Fehler machte, ist das jetzt eine gute, eine klasse Partie geworden. Den Punkt, das Spiel
über den Aufschlag. Kurios genug. Und Jane Faber sollte das Mikrofon besser in Ruhe lassen. Die Spielerinnen werden schon wissen, wie es steht. Ihnen sage ich es. Und das ist auch eingeblendet. Drei beide. Jennifer Capriati ist wieder an der Reihe mit dem Aufschlag. Wenn ich es vorhin bei Capriati gesagt habe, dann sage ich es jetzt auch. Jetzt führt sie, Gabriela Sabatini, mit der Winzigkeit eines Punktes. 3-3 im dritten. Wird gut gegeben. Da fehlten 2-3 Zentimeter. Aus 0,30 macht Jennifer Capriati 30 beide. Kommen. Oh. Wird ausgegeben. 3 Punkte in Folge für Capriati. Spielball zum 4-3 in diesem 7. Spiel des 3. Satzes. Knallhart die Rückhand. Cross. Zum Punkt, zum Spiel. 4-3, die Führung für Jennifer Capriati nach 0-30 eben. Respekt dieser jungen Dame, die seit 2,5 Jahren dabei ist. Wenn ich vorhin sagte, Capriati führt mit der Winzigkeit eines einzigen Punktes. Ja, man sollte es jetzt wirklich sein lassen, dieses Mikrofon oder die Leitung scheint defekt zu sein. Ja, wenn ich das vorhin sagte, dann muss ich natürlich alles gerecht verteilen hier. Wenn es so weitergeht, müssen 16.000 New Yorker morgen zum Ohrenarzt. Also, man muss ja die Sympathien gerecht verteilen. Ich weiß, dass die eingefleischten Sabatini-Fans in Deutschland mitzählen, wie oft man Gabi oder Gabriela sagt oder wie oft man die Gegnerin beim Vornamen nennt. Jane Faber auf jeden Fall hat ein drahtloses Mikrofon bekommen und nach 5 Minuten kann sie sich hier wieder Gehör verschaffen. Das Time kam eben. Es spitzt sich zu jetzt.
nach fast 2 Stunden Spielzeit. 4-3 Führung, Jennifer Capriati Aufschlag, wieder Gabriela Sabatini. Viel Zeit gehabt, sie nimmt sie sich nicht und bringt den Ball über diesen erneut nicht sehr starken zweiten Aufschlag einfach nicht ins Spiel. Nur 30 wäre sicherlich lieber gewesen, der Jenny. 15 beide heißt es so. Da sieht sie, dass sie nachrücken muss. Guter tiefer Rückhandvolley dann. Sabatini ging gar nicht erst mehr hin. Gefahr im Verzug. Besonders jetzt beim zweiten Aufschlag. Das gleiche Bild. Ja, da fehlt Jennifer Capriati, die Erfahrung, die Routine, die Abgeklärtheit. Damit muss sie mehr anfangen können. Weiß ich beide. Der Linie gesehen haben. Hier im Publikum, aber da wird nichts korrigiert. Dem Mann wird Glauben geschenkt. Gibt sogar Buhrufe jetzt. Das heißt 40-30 Sabatini. Die Chance zum 4-Ball. Diesen absoluten Netzroller macht Sabatini das 4-4. Also langsam wird es jetzt wirklich eng, wenn jetzt eine von diesen beiden wackelt. Ich glaube, das wäre es dann. Capriati hatte zuletzt 0-30 mal bei Aufschlag, eben lag Sabatini kurz zurück. Aber sie haben die Aufschlagspiele hingekriegt, 4-4, da war es auch eingeblendet. Und noch ein Netzroller. Lapputin. 0-15, Gratwanderung jetzt wieder von Jennifer Capriati. Bespricht den Ball mit ihrem Come-on. Ja, das steckt man nicht drin. Blick hinüber zu Carlos Kiermaier. Und erneut 0-30 bei Aufschlag Capriati. Eben hat sie sich da rausgezogen, hat 5 Punkte im Stück gemacht. Und diesmal
Sie ist auf dem Weg. Gleiches zu tun. Punkt für die Amerikanerin 15:30. Die Bilanz der Gewinnschläge eben eingeblendet, eindeutig zugunsten von Cabriati, die allerdings in der Anfangsphase des Matches, in der ersten halben Stunde natürlich, fast genauso viele, wenn nicht mehr Fehler gemacht hat, wie hier mit der Vorhand. 15:40. Zwei Breakchancen für Sabatini. Ja, die Hand ist nicht mehr ruhig. Hier 4 im dritten und 15:40. Sabatini greift einfach an, stellt sich da vorne hin, beeindruckt damit ihre Gegnerin und die macht den Fehler. Ja, so einfach kann das manchmal wirklich sein. Break vor für Gabriela Sabatini, die nach diesem Seitenwechsel also aufschlägt zum Matchgewinn. Ist der Aufschlag nicht ihre ganz große Stärke, das haben wir im Verlauf dieses Abends erlebt. Zwei Stunden genau dauert auch dieses zweite Viertelfinalspiel an. Aber vielleicht reicht es ja dennoch. Gabriela Sabatini zum achten Mal beim Masters dabei. Ich sagte es einmal Siegerin, 88 damals gegen Pam Shriver, die ihrerseits im Halbfinale gegen eine damals, glaube ich, mit 39 Grad Fieber spielende Steffi Graf gewonnen hatte. Und ansonsten war die Argentinierin noch zweimal im Finale, 87 gegen Steffi verloren und 90 gegen Selesh damals im Fünf-Satz-Match, fast 4 Stunden Spielzeit. Capriati zum dritten Mal beim Masters dabei. Bei der Premiere 1990 hat sie gegen Graf verloren in Runde 1 im Vorjahr im Viertelfinale gegen Sabatini. Was passiert heute? So, jetzt geht es um die Wurst für beide, besonders für Gabriela Sabatini, die Break vorhat, also und zum Matchgewinn, zum Einzug ins Halbfinale aufschlägt. Aus. 15:0. Machte lange Zeit einen konzentrierten Eindruck, Jennifer Capriati, aber das eben wollte uns wohl eher sagen, dass sie sich schon fast aufgegeben hat. Ein bisschen hilflos, diese Geste. Und noch ein Fehler hinterher, ja. Scheint so, dass dieser Aufschlagverlust eben den Kampfeswillen und den zu bewundernden Mut von Capriati gebrochen hat. 30:0. Links übrigens Sergio Palmieri, Agent, oft an der Seite von Kiermaier zu sehen. Sie ist nicht mehr bei der Sache, war zu sehen, aber dennoch scheint hier ein am Ende hochklassiges und vor allen Dingen spannendes Spiel zu Ende zu gehen. Gabriela Sabatini hat nach 2 Stunden und 3 Minuten dreimal Matchball. Danach sah es im ersten Satz aus und zu Beginn des zweiten
Dann aber nicht mehr. Break und Rebreak im dritten Satz, 1-1. Und da machte eigentlich Jennifer Capriati den besseren Eindruck. Aber Sabatini hat die Nerven bewahrt, die Ruhe bewahrt. Hat sich nicht von dem Powerspiel ihrer Gegnerin beeindrucken lassen und dann im richtigen Moment zugepackt. Sabatini erneut im Halbfinale. Ihre Gegnerin wird Monika Seles aus Jugoslawien sein. So, und damit zu Petra. Ich sehe sie schon im Bilde. Hallo. Petra. Haben mich die Kollegen aber überrascht. Ja, Gerd. Muss ja auch mal sein. Hast du noch was zu sagen?